Einen wunderschönen guten Morgen. Heute schauen wir uns einmal eine Ausgabe an, wie sie im alten Buchformat herausgegeben wurde, aber sie heute immer noch gedruckt wird. Und zwar, das ist das alte Buchformat Großoktav. Ihr habt es vielleicht schon manchmal gelesen, eine Großoktav-Ausgabe. Das hat ja nichts mit der Schrift zu tun, sondern es ist die Buchseitengröße. Und da gibt es Ausgaben, die nennen sich Großoktavausgaben, das sind diese hier, die sind halt einfach ein bisschen länger und haben ein anderes Format. Ihr werdet vielleicht auch Schwierigkeiten haben, dafür eine Buchhülle zu finden, weil sie ein altes Papierformat haben, das Oktavformat. Dieses Format wirkt schon beim Ansehen wie ein Hochkornformat. Ihr werdet es sehen hier, es ist sehr viel länger. Sehr viel, naja, so viel nun auch wieder nicht, aber es fällt halt auf, wenn man die Standardbuchformate sonst in der Hand hält. Oktavformat, das ist das alte Format, wir reden hier über eine Zeit vor 1922, da gab es nämlich noch ganz andere Abmaße und Längen. Ganz genau zu sagen, das war jetzt hier vor 1922 und diese Größen hier sind ungefähr, na, man kann ungefähr sagen, 10 mal 16, ungefähr 10,5 mal 16. Das können wir mal kurz vergleichen mit einer Standard-Luther-Ausgabe. Sie ist geringfügig größer und du hast hier einfach ein fast Hochkantformat. Es geht hier wirklich bloß um wenige Zentimeter, das ist hier so ein Standardbuchformat. 21,2. Hier so. 14. Und bei denen bist du bei 23 Zentimeter. Guck mal, hier so mittendrin. Und fast 14,5, fast 15. Das waren die früheren Formate. Nichts anderes heißt Großoktavformat, wenn ihr das seht. Das ist jetzt hier die Ausgabe von 1912. Die ist nicht von da, sondern es ist der Text von 1912. Die Bibel. Oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der Übersetzung von Luther 1912. Wird heute immer noch hergestellt für die Liebhaber des Oktavformats. Lässt sich gut, liegt gut in der Hand durch diese Größe. Kann man gut lesen, die Schrift ist auch gut erkennbar. Sie druckt leicht durch, leicht. Wir zoomen mal ran. Ihr seht es hier. Für den stört's, für den eben nicht. Durch diese Papierdicke ist jetzt auch dieses Format. Es ist jetzt hier Altes und Neues Testament ohne Apokryphen. Wir haben dadurch jetzt eine Buchdicke, die ist recht schlank. 3 Zentimeter. Ja. Der Text von 1912 dürfte ja jedem geläufig sein. Es gibt ja den einen oder anderen Liebhaber. Das ist die Ausgabe von Juni 2021. Das meinte ich damit. Die werden immer noch gedruckt. Da steht's. Großoktavbibel 1912. Es wird spannend für die, die das Buch ihr eigenen, dafür eine Buchhülle zu finden. Fadenheftung, das sieht man hier drin. Und eben ohne die Apokryphen. Es gibt ja mehrere 1912er Ausgaben mittlerweile schon wieder auf dem Markt. Zuletzt hatten wir ja die von der Siloa. Das war ja diese. Aber das wirkte ein bisschen, der Schriftstil, ne? Der wirkte sehr unangenehm für mich, finde ich. Auch so ein bisschen wie altbackend, altes Papier. Der ist natürlich sehr groß geschrieben, sehr leserlich. Gucken wir mal, das waren hier immerhin 1, 2, 3,
3 mm. Hier bist du bei 2 mm. Und das ist ja auch ohne Apokryphen, dieser Wälzer. Nee, stimmt gar nicht. Mit. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wir gucken mal, es müsste Estomihi dran sein. Das ist Markus Kapitel 8, die erste Leidensankündigung. Markus Kapitel 8. Und dann ab Vers 31 hier. Und du hast auch hier keine Zwischenüberschriften. Du hast natürlich oben jetzt hier Heilung des Taubstummen, Sauerteig, Bekenntnis des Petrus, aber hier keine Zwischenüberschriften, denn bei vielen Übersetzungen hast du an der Stelle erste Leidensankündigung. Können wir mal ganz kurz gucken im Vergleich zu der Luther, die wir gerade hatten. Luther 84. Wir sind ja schon bei Markus. Da, ne? Ab 31, die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Der eine mag's, der andere nicht. Ich finde es jetzt in dem Fall, jetzt gerade, wäre es schön gewesen, hätte ich es jetzt schneller gefunden. Aber man findet es auch so. Und er redete das Wort frei, offenbar. Und Petrus nahm ihn zu sich, fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Gehe hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben will behalten, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verlieret, um meinet und des Evangeliums willen, der wird's behalten. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Das wäre für den kommenden Sonntag. Es ist im harten Karton ein Band. Leicht perforiert. Ihr seht das hier. Steht einfach nur Bibel drauf. Nichts weiter. Von daher. Ach, wisst ihr, wir haben eins vergessen. Wir haben eins ja was ganz Entscheidendes vergessen, und zwar den Anhang. Alphabetische Schriftstellen. Können wir gleich mal gucken. Das ist ja dieses typische 1912er. Ordnung der biblischen Bücher. Anhang. Hätten wir fast unterschlagen. Sach- und Worterklärung, Maßen, Gewichte, Geld, Zeitrechnung, Zeittafeln, Schriftabschnitte, einzelne Schriftworte, Wegweiser der Heiligen Schrift, alphabetischer Nachweis von Schriftstellen und August Hermann Frankes kurzer Unterricht, wie man die Heilige Schrift zu seiner wahren Erbauung lesen sollte. Die haben wir ja in den 1912er Ausgaben immer noch drin. Maßen, Daten, Zahlen, Fakten, die Zeittafeln, besondere Feiertage, Wegweiser der Heiligen Schrift, alphabetischer Nachweis, jetzt haben wir hier August Hermann überblättert, August Hermann Frankes Unterricht, Chronik der Familie, und dann müssten eigentlich nur noch die Karten kommen, genau. Aber jetzt wirklich. Deutsche Bibelgesellschaft 1671, die Artikelnummer, die Heilige Schrift.